Moin Wohnzimmerkapitäne, moin Seekräuter, willkommen zu diesem Ausblick. Wir schauen voraus auf das nächste Update schon. Wir haben ja gerade erst Update 091 auf dem Server bekommen, aber World of Warships lässt sich hier nicht lumpen sozusagen, gibt einfach weiter Gas. Für mich schon fast wieder so ein Geschmäckle, irgendwie so viel zu viel auf einmal, aber gut, ich möchte euch natürlich trotzdem ausführlich informieren und damit wollen wir hier anfangen. Das erste, was mit dem Update 092 ins Spiel kommen wird, was ich besonders toll finde, sagen wir mal so, der neue Hafen. Fjord. Ihr habt hier schon so einen tollen Blick in diesen Fjord hinein. Ich persönlich fühle mich hier auf Anhieb wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich schon mega auf diese ganze Geschichte. Und wie soll es auch anders sein? In den Fjord gehören auch natürlich die europäischen Zerstörer, die sehr stark in Richtung Schweden ausschlagen sozusagen. Und die werden dann hier mit Update 092 ins Spiel eingeführt werden. Ihr habt dafür auch noch ein anderes Bild. Das hier ist die europäische Lackierung. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Premium oder die verbrauchbare sein wird. Das werden wir dann sehen. Aber es wird eben, ja, die ganze Geschichte, wie bei den britischen Kreuzern auch, fast ein bisschen schade, dass sich da nicht langsam mal wieder was Neues einfallen lassen, weil jetzt ist das schon so ein bisschen abgedroschen. Man hat das Gefühl, alle zwei, drei Updates immer, es gibt wieder neue Token, es gibt wieder neue Container. Die Token kann man dann benutzen, um frühen Vorabzugang zu bekommen zu T5, 6, 7, 8 und 9 Schiffen. Diesmal ist 9 mit dabei, sonst war es ja nur mal bis 8. Ja, so eine ganzen Geschichten sind dann dabei. Und am Ende kann man diese Token aber auch einlösen für Dublonen zum Beispiel. Das ist wieder gut, dass Dublonen in der Waffenkammer eintauschbar sind, beziehungsweise andersrum. Man kann die Token für Dublonen einlösen, wenn man nichts anderes haben möchte. Dann schreibt man sich einfach Dublonen gut. Premium-Spielzeug kann wohl dabei sein und also eine ganzen Geschichten. Jetzt sind wieder diese fünf Pakete, wo man schon im Vorfeld weiß, was drin ist und so weiter und so weiter. Also da ist vom Prinzip her jetzt nicht so viel Neues zu erklären. Hier, so sehen die Container aus am Ende, die man dann da öffnen kann. Wird wahrscheinlich auch wieder eine Premium-Version oder irgendwie sowas geben. Also, ihr wisst, ich persönlich finde es wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, man könnte ruhig mal immer so ein Update dazwischen packen. So eine Art, ja, Konsolidierungs-Update, sage ich jetzt einfach mal. Man bringt einen neuen Baum, hat dann zwei Event-Updates und dann gibt es ein drittes Update, wo einfach erstmal nur just for fun ein bisschen Gaming. Und da könnten sie dann auch locker einen Monat halt gewertete Gefechte machen und so weiter, wo man ja diese ganze Sache so ein bisschen auskoppelt. Wir haben 4 Quartale, 2 Monate davon, pro Quartal gibt es immer neue Schiffe, ein Monat da gibt es immer, ich sage jetzt einfach mal, smooth Informationen und einfach mal das Spiel genießen. Ich vermute, das hat was damit zu tun, dass die Spieleindustrie halt immer zusehen muss, sich neu zu erfinden, jedes Mal, und immer muss was Neues da sein, damit neue Spieler generiert werden. Vielleicht auch ein bisschen Geld generiert wird sicherlich. Wer nämlich nicht in der Zeit schafft, der kann ja dann über Dublonen drüber springen und so eine Sachen. Aber ja, also, es ist ein bisschen schade, wie ich persönlich finde, dass jetzt so durchgerusht wird, aber ich glaube nicht, dass wir da in der Zukunft Änderungen erfahren werden. Glaube ich zumindest nicht. Würde mich aber trotzdem sehr, sehr freuen. Ja, wie gesagt, so sehen die ganzen Containergeschichten aus, wo dann auch diese Token-Geschichten drin sein kann. Und es wird neue Abzeichen geben, nämlich für die paneuropäischen Zerstörer dann. Das ist so ähnlich wie bei den anderen Nationen. Hat man so und so viele Gefechte auf diesen Schiffen, dann bekommt man diese Abzeichen freigeschaltet, hat man 100 Gefechte, kriegt man das nächste Abzeichen und so weiter und so fort. Ihr kennt das, müsst ihr einfach nur mal reingucken. Dann geht's weiter mit einer neuen Sammlung, die jetzt ins Spiel kommen soll. Und zwar wird es ja die King of the Sea Sammlung geben. King of the Sea ist ja jetzt im März wieder, ja, geht wieder los sozusagen. Die Weltmeisterschaft, erstmal die europäische und danach, ja, eine Woche später gibt's ja dann noch die der Top Final global und wird gefeiert hier mit dieser Sammlung und dazu gibt es auch besondere Container, die dann so aussehen. Wir hatten ja in der Vergangenheit, ich glaube um die Weihnachtszeit herum, da konnte man ja dann auch Tarnungen designen für King of the Seas. Ich vermute, die wird jetzt hier mit drin sein, damit man die da eventuell raussammeln kann, nicht nur Gegenstände. Ist Work in Progress, ich weiß es nicht genau, steht jetzt hier auch nicht dabei, aber ja, wir können mal wieder was sammeln. Das finde ich persönlich mal wieder was Cooles, ja, weil die letzte Sammlung ist ja schon wieder ein bisschen her. Nächster Punkt, den man hier jetzt nicht sehen kann, aber den ich euch erzählen möchte, ist, dass die Karten und
Häfen überarbeitet werden. Und zwar wird die Karte Eisinseln, Meerenge, Tränen der Wüste, Gebirgskette und die Häfen New York, Zipangu und Hawaii überarbeitet werden. Also die Karten erhalten diese HDR-Technologie mit diesen Schatten, mit diesen Wolken, die über das Wasser ziehen und so eine ganzen Geschichten. Finde ich immer besonders cool, weil die ganze Wirkung der Karte sehr viel besser eigentlich wird jedes Mal. Und wo ich mich besonders drüber freue, ist, jetzt habe ich plötzlich zwei Häfen, wo ich ganz gerne wieder möchte. Zipangu, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wenn ihr SeaCrowd schon lange schaut. Früher war Zipangu immer mein Standardhafen, weil ich das einfach cool fand, wie die Kirschblüten da durchgeflogen sind und so weiter. Und dann haben sie von November oder Dezember 2018 an da Winter einziehen lassen. Und das war das ganze Jahr, letztes Jahr durch. Die haben vergessen, quasi den Hafen wieder zurückzusetzen auf Frühling. Das wird sich jetzt ändern wohl und jetzt kommt wieder die Frühlingsversion von Zipangu und die Sommerversion von New York dazu und in Hawaii wird es dann eben auch HDR-Beleuchtung geben sozusagen. Ist aber immer noch nicht alles, was mit Update 092 kommt, sondern es wird auch noch einen besonderen polnischen Kapitän geben, der hier Jerzy Swirski heißt. Ist besonders interessant, dass jetzt ein polnischer Kapitän schwedische Schiffe kommandieren wird, aber es liegt sicherlich daran, dass die Wiska ja eigentlich der erste, paneuropäische Zerstörer war, so ein bisschen an Anlehnung daran. Ich finde auch gut, dass sie da so ein bisschen mischen. Jetzt soll ja auch ein europäischer Baum sein und nicht nur ein schwedischer Baum oder nur ein polnischer Baum oder nur ein österreich-ungarischer Baum oder sowas in der Art. Finde ich eigentlich ganz passend, dass sie das so ein bisschen durcheinander bringen eigentlich. Aber auch dieser Kapitän hat besondere Fähigkeiten und Talente, und zwar zwei besondere Talente. Zum einen wird die Nachladezeit reduziert, und zwar um 5%, wenn man 8 Bänder Torpedotreffer erhalten hat. Das ist stapelbar. Das heißt, wenn ihr 16 oder 24 Treffer habt, dann sind es sogar 15% respektive 10%, je nachdem, was ihr dann eben geschaffen habt. Das finde ich super interessant, wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wie häufig europäische Zerstörer Torpedos ins Wasser schmeißen können. Die haben ja eine sehr kurze Nachladezeit, selbst auf den hohen Tierstufen. Die Torpedos sind saumäßig schnell unterwegs, machen relativ wenig Schaden, haben auch einen verringerten Flutungskoeffizienten, sodass der Wassereinbruch nicht so häufig prockt. Aber es geht ja nur hier um das Band, Und das Band Torpedotreffer wird man mit den paneuropäischen Zerstörern wahrscheinlich relativ schnell zusammenbekommen. Und dann gibt's noch die nächste Besonderheit und das ist das Talent, dass man hier eben, wenn man 20 Bänder Flugzeug abgeschossen erhalten hat, den Flakschaden kontinuierlich um 10% erhöht. Das ist aber nur einmal möglich. Also die Torpedotreffer, das ist stapelbar, während der Flakschaden nur einmal erhöht werden kann, sobald man 20 Flugzeuge abgeschossen hat. Und auch das ist cool, wenn man das jetzt mal in dem Licht betrachtet, dass jetzt vor kurzem die Flugabwehr bei den paneuropäischen Zerstörern ein bisschen angepasst wurde. Vorher ging die mittlere Reichweite bis 5 Kilometer, jetzt geht sie nur noch bis 4. Man hat quasi 1 Kilometer verloren, wo zusätzlicher kontinuierlicher Schaden ausgeworfen wird. Und mit diesem Kapitän könnte man das jetzt ausgleichen, wenn man die ersten 20 Flugzeuge vom Himmel geholt hat. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich angenehm, also wird dazu passen. Ist ein ganz normaler, ganz guter Zerstörerkapitän, da bin ich mir jetzt schon sehr, sehr sicher. Dazu gibt es dann eine normale Fähigkeit, die ja bei diesen Kapitänen auch immer mal wieder verbessert ist, und das wird hier auch bei den paneuropäischen Kapitänen sein, bei unserem Swirski, der nämlich den Adrenalinrausch verbessert bekommt. Standardmäßig ist es ja so, dass wenn man 1% Trefferpunkt verliert, dass man dann eben auf die Nachladezeit der Geschütze, Sekundär- oder Torpedowerfer überall, auf die gesamte Nachladezeit aller Bewaffnungen sozusagen, 0,2% Geschwindigkeit drauf bekommt. Mit dem Kapitän hier werden es 0,25% sein. Das heißt, ihr ladet schneller nach, oder habt einfach die Torpedo schneller ready, so eine ganze Geschichten. Und wenn es dann irgendwann mal paneuropäische Flugzeugträger geben sollte, dann erhöht sich auch die Flugzeuggeschwindigkeit um 0,2%. Smiley. das ist der Kapitän. Und dann kommen wir zum nächsten Topic. Und zwar für den T1-Kreuzer, paneuropäischer Kreuzer, und zwar die Greif. Da wird jetzt nochmal ein bisschen was verändert. Und zwar werden die Geschütze von 4x1 120mm auf 2x1 und 2x2 120mm geändert. Die Turmverteilung am Ende. Das soll jetzt das historisch korrekte Bewaffnungssystem sein. Und deswegen wird das nochmal angepasst, bevor das Schiff dann eingeführt wird. Eine weitere Sache habe ich auch noch für euch, und zwar am 4. April findet auf der Tierstufe 10 die Clankeilerei statt im Format 4 gegen 4. Ein Clan gegen den anderen Clan,
4 verschiedene Schiffstypen müssen es sein, also Einzerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff und Flugzeugträger können gegeneinander antreten. Es können halt nicht 2 DDs oder 2 Schlachtschiffe dabei sein oder so. Es muss jede Schiffsstufe nur einmal vertreten sein. Ist mal ein neues Format oder... Was heißt neues? Es ist ein experimentelles Format. Ihr wisst ja schon, dass Wargaming immer mal wieder neue Spielmodi so ein bisschen einsetzt, um dann auszuprobieren, ob das vielleicht funktionieren könnte, dass man das nächste Mal dann eben in gewertete Gefechte, also in die großen Gefechte bringt und nicht in ein Clan-Keilerei-Format. Das ist halt so, man kann ein bisschen was mitnehmen und gleichzeitig liefert man Wargaming Informationen darüber, wie dieses Spielformat wohl laufen könnte. So sollte man das wohl betrachten. Ja, und das ist das, was man mit dem Update 092 wohl ins Spiel bekommen können. Wie gesagt, alles Work in Progress auf jeden Fall. Und wenn der PTS dann da ist, wird es auch ein Video vom PTS geben mit dem neuen Hafen und so weiter. Wie gesagt, ich bin schon schwer verliebt in diesen Hafen, ja, in diesen Fjord. Glaube, da ist genau das Richtige für mich. Ich und mein Schiff sozusagen und der Wasserfall. Jetzt hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Informationen bekommen, die ihr vorher noch nicht hattet. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ihr euch freut oder was ihr nicht so mögt. Geht es euch genauso, dass eigentlich viel zu schnell geht mit World of Warships und der Fortentwicklung? Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sage ich Tschüss, euer Secrets-Team, euer Andi.